beide Seiten. So, wunderschönen guten Tag. Heute ist Sonntag, der 9.9.2012. Wir befinden uns im Hohen Draven. Und wir wandern heute zur höchsten Erhebung im Draven. Das ist der Hohe Mechtin. Und der ist 142 Meter hoch. Mit dabei meine Tochter und Leon wieder. Das dürfte nicht so anstrengend werden. Ist von hier aus 1,5 Kilometer. Wenn der Weg so bleibt, dann kriegen wir das mit der Karre auch gut hin. Der Draven ist entstanden durch die letzte Eiszeit. Hier war also das Eis zu Ende. Endmoräne nennt sich das. Und deswegen hat sich hier so ein kleiner Höhenzug gebildet. Der geht einmal von der Elbe bei Hitzacker bis in unsere Region, also Klenze, und noch ein Stück weiter Richtung Schneger zieht sich also dieser Höhenzug entlang. Und ungefähr auf der Mitte befindet sich halt diese höchste Erhebung, der Hohe Mechtin. Und den wollen wir jetzt mal erklimmen. Also weiter. So, wir befinden uns weiter auf dem Weg zum Hohen Mechtin. Ah, und auch in der norddeutschen Tiefebene gibt es schöne Wanderwege, hohe Hügel und schöne Wälder, wo auch gerne mal Pferde lang reiten. Hufen, ne? Oh, hier geht die Straße lang. Na Leon, hast du uns noch auf der Karte? Ich guck mal. Jetzt hast du uns weggemacht. Na, hoffentlich findest du uns nochmal wieder. Ich sehe hier nur als Straßen. So, wir sind oben angekommen. Hoher Mechtin, 142 Meter. Landkreis Lichow-Dannenberg. Wie gesagt, der höchste Punkt im Draven. Wir sind also von hier gekommen, von rechts. Hier ist der Aussichtsturm. Wie gesagt, das ist der höchste Punkt im Draven. Und es gibt einen Aussichtsturm, aber wie man sieht, hier sind alles hohe Bäume, da kann man nicht rüber gucken. Aber dieser Turm ist leider gesperrt. Wie man sieht, ist er auch sehr marode. Aber ich frage mich, warum der nicht mal saniert wird. Ich meine, in Klenze werden gerade Fußwege neu gemacht, die sie überhaupt nicht nötig haben. Also dafür ist scheinbar Geld da. Aber um das Geld mal ein bisschen in Tourismus zu stecken und so einen schönen Aussichtsturm hier neu zu machen, auf dem höchsten Punkt des Landkreises, dafür ist scheinbar keine Knete da. Hiermit starte ich einen Aufruf, dass jeder, der möchte, dass auf dem Hohen Mechtin wieder ein Aussichtsturm steht, möge doch bitte dieses Video hier mit einem Daumen hoch kennzeichnen. Und ich hoffe, dass wir so ganz viele Befürworter zusammenkriegen, dass hier wieder ein neuer Aussichtsturm entsteht. Also, wenn ihr auf dieses Video hier stoßt, bitte weitersagen und jeder soll den Daumen nach oben machen, damit wir das irgendwie schaffen, dass hier wieder ein neuer Aussichtsturm hinkommt. Weil wie gesagt, hier ist man zwar auf dem höchsten Punkt, aber das hier ist aktuell das Panorama und wie man sieht, sieht man nichts. Und das ist doch sehr schade, wie ich finde. Dieser Punkt hat es durchaus verdient, dass hier wieder ein Aussichtsturm steht. Also wie gesagt, voten und weitersagen. Und wenn dann der Turm fertig ist und wir es geschafft haben, dann kommen wir wieder. Hier zeige ich euch nochmal den Weg. Hier geht es richtig berg runter bzw. bergab. Jetzt in dem Fall. Also da von unten von dem Einstieg sind es ungefähr 400 Meter, 400, 500 Meter und da geht es richtig steil bergan. So gut, das soll es dann vom Hohen Mechtin gewesen sein.
Ich hoffe, wir sehen uns eines Tages wieder und dann können wir das Panorama von dort oben genießen, dass wir über den Bäumen sind. Also, bis zum nächsten Mal.